Unser zweiter Gast, auf den ich mich auch sehr freue, aus der Türkei, heute angekommen, ist Barış İnce. Er ist Journalist und Chefredaktor der türkischen Tageszeitung Bir Gün. Da ich die nicht lesen kann, kein Türkisch verstehe, habe ich mir aber sagen lassen, dass die sehr vergleichbar ist von der Ausrichtung und der Arbeitsweise wie die deutsche Taz oder die Wochenzeitung Die Woz. Im März 2016, das fand ich sehr interessant, wurde er wegen eines Artikels, der sich mit der Korruptionsaffäre damals zu Erdogan befasste, und bei dem man in ein Akrostichon, ich erkläre mal, was das ist. Das ist, wenn man einen Text schreibt und dann aus den Anfangsbuchstaben, wenn man die aneinander reihen würde, ein neues Wort oder einen neuen Sinn ergibt. Und da sich der Artikel mit der ganzen Korruptionsaffäre befasste, stand da zu lesen, wenn man sich die Mühe gemacht hat, Deep Erdogan übersetzt. Das führte dazu, dass er angeklagt wurde und wegen Beleidigung des Staatsoberhaupts in erster Instanz zu 21 Monaten verurteilt wurde. Dagegen wurde jetzt Berufung eingelegt und das Verfahren läuft noch. Er wird dann die aktuelle Situation schildern können, wie sie tagtäglich in der Türkei vorkommt im Moment. Wir werden zwei Vorträge hören und danach ist die Fragerunde eröffnet. Wir werden kurz vielleicht über das ein oder andere detaillierter sprechen und dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich am Gespräch zu beteiligen. Übersetzen wir das Ganze. Also ursprünglich hatten wir vor, eine Sprecherkabine mit Simultanübersetzung ins Türkische zu machen. Das hat jetzt aus mehreren Gründen nicht geklappt. Aber wir haben zwei Menschen da, die uns helfen werden. Das ist Tuba Ayas. Einerseits, sie sitzt hier vorne. Sie wird den zweiten Teil machen, das heißt bei der Diskussion die Übersetzung. Und Ahmet Ersoy wird den Vortrag übersetzen. Er sitzt da drüben, wir werden dann alle auf der Bühne sein. Zur Sprachsituation noch kurz, falls es, weil ich weiß, es ist durchaus anspruchsvoll, dann auch in zwei Sprachen das kompetent rüberzubringen, falls es Verständnisfragen gibt, auch gerade für die deutschen Vorträge, bitte ich Sie aufzustrecken und jederzeit bei wichtigen Sachen nachfragen zu können. Das halte ich für angemessen in so einem Gespräch. Und jetzt machen wir auch zügig weiter. Jetzt bitte ich Barış İnce auf die Bühne. Kommst du auch mit? Weil die Übersetzung brauchen wir. Du bist fast genauso wie die. So, du hast was. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ich bedanke mich für diese herzliche Einladung. Türkiye'deki televizyon kanallarını izleyerek ya da gazeteleri takip ederek oraya dair fikir almanız çok zor. Es ist schwierig, dass Sie die türkischen Fernsehkanäle und die türkische Presse verfolgen und dadurch richtig spüren können, was dort los ist. Yaklaşık 50 gazetenin 47'si Erdoğan'ı övüyor. 100 tane televizyon kanalının 97'si ya ona ait ya da ona övmek zorunda. 47 von 50 Zeitungen loben den Erdoğan. 97 von 100 Kanälen gehören entweder ihm selbst oder sehen sich gezwungen, ihn zu loben. Geri kalan 3 televizyon kanalı da Türkiye'deki anten şirketlerin dekoderlerinde çekmiyor. Die restlichen 3 Fernsehkanäle werden gar nicht mit den Dekodern empfangen können. Es ist technisch nicht möglich. Bu kadar elinde imkan varken hala da yukarıda gördüğünüz oranlar varsa bunu neye bağlamak gerekiyor acaba? Wenn all diese Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen und Sie diese Prozente sich anschauen, was muss man sich dabei überlegen? Türkiye'de kimi insanlar bunu AKP'lerin zekasına bağlıyor, özellikle Bilal Erdoğan'ın ve onun arkadaşlarının. Die Menschen in der Türkei bringen das in den Zusammenhang mit dem Intellekt
des Erdogan, insbesondere mit dem Bilal Erdogan, also dem Sohn des Präsidenten. Ama ben buna bağlamıyorum. İzledikleri siyasete bağlıyorum aslında. Ich bin nicht gleicher Meinung. Ich finde, das hat mit der Politik, die betrieben wird, zu tun. Muhtemelen bu salondan herhangi birisi bu imkanlara sahip olsa %90'a yakın oy alır. Wenn jemand, der in diesem Saal sitzt, diese Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekäme, würde diese Person 90% der Stimmen erhalten. Peki neden alamıyorlar? Bir aslında strateji çizdiler kendilerine. Bu da ömür boyu iktidarda kalma stratejisi. Warum ist das anders? Die haben sich eine Strategie zugelegt und die heißt, lebenslang, ein Leben lang an der Regierung bleiben zu können. Bir demografik hesap yaptılar Türkiye nüfusuna dair ve dediler ki Türkiye'nin %50'ye yakını Sünni ve Müslüman. Die haben demografisch gesehen Berechnungen gemacht und haben gefunden, 50% der türkischen Bevölkerung sind Sunniten. Etnik olarak da Türk diyebiliriz. Und ethnisch kann man da von Türken reden. Böyle bir durumda ekonomi, çevre, trafik, yolsuzluk vesaire sorunlar tartışılmasın. Sadece etnik ve dinsel problemler tartışılsın gibi bir bakış açısına sahipler. Die vertreten die Sichtweise, dass unter diesen Umständen nicht über die Wirtschaft gesprochen wird, nicht über die Umwelt, nicht über die Korruption, sondern nur ethnische Probleme besprochen werden, thematisiert werden. Bunun tercümesi de ülkeyi kutuplaştırmaktır. Das können wir anders sagen, beziehungsweise so übersetzen, dass das Polarisierung in dem Land. Türk Sünni Müslümanların hassasiyetlerini kaşımak veya okşamak, diğer kesimleri de ötekileştirmek suretiyle Türkiye toplumunu adeta ikiye böldüler. Sie haben bei den Türken und Sunniten ihre Empfindlichkeit hochgehoben und die anderen zu anders gemacht. Fakat bu strateji bugüne kadarki genel seçimlerde ve Türk toplumunun çok önemsemediği kimi referandumlarda tuttu. Diese Strategie ging durch bei den bisherigen allgemeinen Wahlen und den Abstimmungen. Bu seçimde ise bu sayılar yani bu hesaplama birebir uyuşmadı. Çünkü çok fazla mağdur ettiği kesim oluştu 15 yıllık dönemde. Bei dieser Wahl, also bei dem bevorstehenden Referendum geht das nicht 1:1 auf, denn in diesen 15 Jahren, in der sie an der Regierung waren, wurden sehr viele Leute benachteiligt. Bugün sokaklara baktığımızda çok ciddi bir hayır dalgası olduğunu Türkiye'de söyleyebilirim. Wenn man heute die Straßen in der Türkei anschaut, gibt es eine große Welle, die Nein sagen würde. Evet diyecek kesim ise AKP seçmenleri ve AKP kadroları ise mutsuz, sıkıntıda ve kendi içinde tartışmalarla boğuşuyor. Diejenigen, die ja stimmen würden, das sind die AKP-Wähler bzw. die AKP-Funktionäre. Sie sind sehr unzufrieden und kämpfen untereinander. Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ne kadarki yönetiminden memnun olmayan herkes onun diktatörlük hevesine dur demek için sokaklara çıkmış durumda. All diejenigen, die mit der Regierung, mit dem diktatorischen Regierungssystem von Erdoğan nicht zufrieden sind, sind auf die Straßen gegangen.
AKP seçmeni içerisinde de zaten kendisine oy verdik, iktidar yaptık. Bu kadar yetkiyi neden istiyor? Böyle bir referanduma ne gerek vardı gibi bir bakış açısı var. Und die Wählerschaft der AKP hat die Sichtweise, dass die sagen, also jetzt hat er doch so viele Befugnisse, sind die denn nicht genug? Weshalb braucht er noch mehr Befugnisse? Das ist die Frage, die sich die Wählerschaft von der AKP stellt. Bu AKP seçmeni demokrasiyi içselleştirdi ve diktatörlük istemiyor anlamına gelmiyor. Das heißt natürlich, bu durum AKP seçmeni demokratiktir, demokrasiyi benimsemiştir ve sultanlık, padişahlık istemez anlamına gelmez. Das heißt natürlich nicht, dass die AKP-Wähler die Demokratie verinnerlicht haben und kein diktatorisches System, kein Sultanat verlangen. Ama belli bir alışkanlık edindi Türkiye'deki toplum. En azından meclise gidip bazı konuları şikayet etme gibi rutinleri var. Bunların bozulmasını ve bütün siyasetin saraya hapsolmasını hoş karşılamıyor. Aber gewisse Gewohnheiten bestehen dennoch. Die Bevölkerung hat das verinnerlicht, dass gewisse Sachen über gewisse Sachen reklamiert werden kann im Parlament. Und dass das Ganze innerhalb vom Serail passieren soll, das wird nicht für gut gehalten. Yine AKP kadroları içerisinde çok ciddi bir tartışma var. Ülkedeki pastanın, rantın sadece saraydaki 3-5 kişi tarafından paylaşıldığını düşünüyorlar. Bu da kendilerini rahatsız etmeye başladı. Bei den AKP-Funktionären sieht es so aus. Es ist eine ernsthafte Diskussion, die am Laufen ist. Der Kuchen, der hier zu teilen ist, wird einfach unter 3 bis 5 Leuten innerhalb des Serails geteilt und das stört die AKP-Leute. AKP içerisinde tasfiye olmuş eski yöneticiler, eski cumhurbaşkanı, eski başbakan evet kampanyasına katılmaktan imtina ediyor, çekiniyor. Diejenigen Parteifunktionäre, das heißt der ehemalige Bundespräsident, der ehemalige Staatspräsident und der ehemalige Ministerpräsident, die beteiligen sich nicht an den Kampagnen dieses Referendums. Denen wurde ja quasi ihre Stelle gekündigt. Bu durumun farkında olan AKP, hocamızın da anlattığı gibi baskı ve zor yöntemini seçiyor. Die AKP ist dessen bewusst. Deshalb, wie wir vorhin im Vortrag gehört haben, hat die AKP sich für die Unterdrückung und für Gewaltanwendung eingesetzt. Bir diğer yaptığı her zamanki kutuplaştırma taktiğiyle Türkiye'deki milliyetçi, sünni kesimi bu sefer Batı karşıtlığı üzerinden, Avrupa'daki bu bildiğiniz tartışmalar üzerinden kamplaştırma çabası. Eine andere Art und Weise der Polarisierung ist eben in Europa somit propagandiert worden. Man versucht eben durch diese Propaganda der nationalistisch denkenden und der Sunniten voneinander zu trennen. Bu tartışmanın Avrupa'daki bildiğiniz tartışmanın Avrupa'daki seçmenlere, Türk seçmenlere nasıl yansıdığını çok gözlemleyemiyoruz. Ama Türkiye'deki seçmenler açısından nasıl yansıdığını anlatabilirim. Ich kann es schlecht beurteilen, was dieses Propaganda in Westeuropa für Einflüsse hat auf die Wählerschaft hier in Europa. Aber ich kann Ihnen wohl erzählen, was für Einflüsse dies mit sich bringt für die Wählerschaft in der Türkei. Yaptırdığımız ve baktığımız anketler, bağımsız ya da bizim çalıştığımız anket şirketlerine baktığımızda, bu tartışmalar sonrası AKP'nin, daha doğrusu Evet'in oy artışı %0,8 ile 1 arasında geziyor. Gemäß unabhängigen Umfragen
beziehungsweise gemäß Umfragen, die wir erstellen ließen, ist nach diesem Propaganda der Anteil der Ja-Stimmen zwischen 0,8 bis 1% gestiegen. Ama bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle burada yapılan mitingdeki silah gösterisi, Erdoğan'ı silah doğrultan pankart pek çok kişiyi biz de dahil rahatsız etti. Aber es gibt natürlich gewisse Einflüsse auf die Ja-Stimmen bei dieser Veranstaltung in der Schweiz. Ja, in Bern, in der Schweiz. In Bern hat sie ein Plakat gegeben mit einer auf Erdogan gerichteten Waffe. Das hat uns auch gestört und das hat die Leute auch gestört. Milliyetçi faşizan söylem her zaman ülkesinin çıkarıyla kendi kişisel çıkarını ortakmış gibi göstermeye çalışır. Die nationalistisch-faschistische Aussage bringt die Vorteile des Landes und die eigenen Vorteile führt zusammen. Bu tarz marjinal çıkışlar ülkeye sanki bir tehdit varmış, bu tehditi de Erdoğan üzerinden yapıyorlarmış gibi bir algıya yol açıyor. Solche marginalen Stellungnahmen führen schließlich dazu, wie wenn es eine Drohung da wäre und diese Drohung gegen Erdoğan gerichtet wäre. Das wird so empfunden. Biraz da hayır cephesinden bahsetmek gerekir. Nun reden wir doch auch ein bisschen über die Nein-Stimmenden. Hayır cephesi çok çeşitlilik arz ediyor. Çok farklı kesimler, farklı farklı nedenlerle bu anayasa oylamasına hayır diyecek. Die Nein-Front hat eigentlich verschiedene Gesichter. Aus verschiedenen Gründen werden diese Menschen mit Nein stimmen. Bizler Türkiye'nin geleceği için hayırın daha doğru olduğunu düşünen kesimler olarak bu çeşitliliğin bozulması taraftarı değiliz. Leute wie wir finden, dass ein Nein für die Zukunft der Türkei etwas Besseres wäre und wir wollen aber diese Vielfalt beibehalten können. Avrupa'da da pek çok referandum oluyor. Bunların çoğunu izliyoruz. En son Yunanistan'da bir örneği vardı. Kemer sıkma politikalarıyla alakalı. Farklı kesimler farklı nedenlerle hayır ya da evet oyu verebildiler. In Europa gibt es dafür auch Beispiele. Zum Beispiel in Griechenland war so ein Referendum. Da gibt es verschiedene Fronten, die sagen aus anderen Gründen ja oder aus ganz unterschiedlichen Gründen ja oder nein. Örneğin ırkçı milliyetçi bir kesim bir yasaya tamamen yabancı düşmanlığı ile oy verebilirken ya da hayır diyebilirken aynı şekilde sosyalist kesimler işçi hakları perspektifinden bakarak hayır diyebiliyor. Es passiert zum Beispiel folgendes, dass rassistisch, nationalistisch veranlagte Personen wegen Fremdenfeindlichkeit ihre Ja-Stimme abgeben und die Sozialisten wegen den Rechten der Arbeiter ein Ja abgeben. Biz özgürlükçü demokratik kesimler olarak niye hayır dediğimizi iyi biliyoruz ve yapmaya çalıştığımız şey bunu topluma anlatmak. Wir, also ich meine damit die Kreise, die für die Freiheit sind und für die Demokratie sind, wissen ganz genau, weshalb wir Nein sagen. Und die Aufgabe ist, dies der Gesellschaft erklären zu können. Örneğin Türkiye'de rektörlük seçimleri oluyor. Üniversitelerde öğretim görevlileri oy kullanıyorlar ve rektörlerini seçiyorlar. Fakat en son seçim kararı Cumhurbaşkanı'na ait. Es gibt zum Beispiel in der Türkei das System, wie die Rektoren einer Universität gewählt werden. Die Professoren und
die Leute, die können einen Rektor wählen, aber in der Türkei kann schließlich am Ende der Staatspräsident diese Wahl treffen. Yani seçimlerde üçüncü olmuş ya da sonuncu olmuş bir kişiyi Cumhurbaşkanı rektör olarak atayabiliyor. Das heißt mit anderen Worten, der Staatspräsident kann diejenige Person, die als Dritte bei der Vorwahl bestimmt wurde oder als Letzte bestimmt wurde, kann der Staatspräsident diese Person zum Rektor ernennen. Size komik gelen bu duruma Türkiye'de fiili durum deniyor. Vielleicht finden Sie das ein bisschen merkwürdig hier oder Sie finden es komisch, aber das ist das, was in der Türkei im Moment gemacht wird, was der Fall ist. Ve şimdi diyorlar ki bu fiili durumu artık resmiyete dökelim ve kriz bitsin. Und nun heißt es, das, was im Moment passiert, wollen wir eben legalisieren. Und somit ist die Sache dann abgeschlossen. İşte bizim karşı olduğumuz şey bu. Yani bugüne kadar yaptığı hukuksuzlukların, bugüne kadar süre gelen tüm fiili hukuksuzlukların resmiyete dökülmesine karşıyız. Wir sind eben gerade dagegen, gegen diese Praxis. Nämlich dieses juristisch völlig falschen oder nicht angebrachten Sachen wollen sie nun legalisieren und wir sind dagegen. Bugün Türkiye'deki yargıçlar sürülme korkusuyla, işinden olma korkusuyla Erdoğan'ın aleyhine bir karar veremez duruma geldi. Es ist in der Türkei so weit gekommen, dass die Richter Angst bekommen haben, weil sie versetzt werden können. Und können deshalb keine Beschlüsse fassen, die gegen Erdoğan gerichtet wären. Ve şimdi de şunu soruyorlar. Bundan sonra hakimleri korkutmak bir yere, bundan sonra bizzat kendim atayım mı diye bir soru geliyor önümüze. Nun werden wir gefragt, also jetzt werde ich nicht nur Angst einjagen bei den Richtern, soll ich die auch selber wählen? Buna Türkiye'deki özgürlükçü demokratik kesimlerin, laik seküler kesimlerin evet demesini beklemek imkansız. Dem können doch die Leute, die für die Freiheit sind, die für die Demokratie sind, die für den Laizismus sind, die können doch dem nicht ja sagen. Ancak hayır cephesinde şöyle bir şüphe var. Bu adam sonuç itibariyle bugüne kadar gösterdi ki koltuğu bırakmaya niyetli değil. Also auf der Nein Front, bei der Nein Front gibt es etwas, was bezweifelt wird. Dieser Mann möchte diesen Sitz nicht verlassen. Biz oy versek oyları çalar, efendim seçimi iptal eder. İç savaş çıkarır vesaire gibi çeşitli spekülasyonlar ortalıkta dolaşıyor. Wenn ich von diesem Zweifel rede, rede ich von Spekulationen. Diese lauten wie folgt: Dieser Mann kann irgendwie die Wahl manipulieren, Stimmen stehlen oder die Wahl erneuern lassen oder die Wahl annullieren oder einen Bürgerkrieg veranstalten. Bu spekülasyonlar normalde hayır oyu verebilecek bazı kesimleri seçimi önemsizleştirmeye, sandığa gitmemeye sevk ediyor. Biz aydınlar, demokratlar, gazeteciler olarak bu duruma dikkat çekiyoruz ve bir vatandaşlık görevi olarak mutlaka oy kullanmaya gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. So sehen die Leute schließlich ihre Stimme nicht mehr so für wichtig und überlegen sich, ob sie echt abstimmen gehen sollen oder nicht. Und wir, die Intellektuelle, die Demokraten, die Journalisten, versuchen die Leute zu überzeugen, dass es unbedingt notwendig ist, abzustimmen.
Bu spekülasyonların bir kısmı ya da hepsi gerçekleşebilir ama bunlar gerçekleştikten sonra konuşulacak şeyler. Bugün ortada bir hayır dalgası var. Türkiye çapında insanlar kendi bireysel çabalarıyla örgütleniyorlar. Bunun moralini bozacak her şeye biz karşıyız. Über die Auswirkungen dieser Spekulationen und was dann zu machen ist, kann man erst reden, wenn diese verwirklicht werden können. Es gibt eine große Nein-Welle in der Türkei. Diese Menschen organisieren sich selbstständig. Und nun sind wir dagegen, dass man diese Leute negativ beeinflusst in ihren Bemühungen. Türkiye'nin sokaklarına bakarsanız, duvarların her yerinde evet pankartları ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını görürsünüz. Wenn Sie heutzutage in der Türkei sich die Straßen bzw. die Wände, die Mauern anschauen, sehen Sie überall Plakate für Ja bzw. die Fotos von Erdoğan. Devlet olanaklarıyla yapılan bu propagandaya karşı insanların kendi vücutlarıyla hayır harflerini yapması çok daha etkili oldu. Dieses Propaganda wurde mit Staatsgeldern verwirklicht. Dabei war es viel wirkungsvoller, als die Menschen mit ihren Körpern das Wort Hayır, Nein, dargestellt haben. Erdoğan bu harcamayı ve bu güç gösterisini nasıl olsa evet kazanır havasını yaratmak için bu kadar yoğun bir şekilde yapıyor. Erdoğan macht dieses, betreibt dieses Propaganda und diese Macht Demonstration nur deswegen, weil er überzeugt ist, dass er gewinnen wird. Fakat insanlarla konuştuğumuzda, yüz yüze temaslarımızda şunu görüyoruz ki insanlar artık bu despotik tavırlardan çok yorulmuş, özellikle herkesle kavga eden bir cumhurbaşkanını sırtlarında taşımak onlara zor gelmeye başlamış. Wenn wir aber persönliche Gespräche führen mit den Menschen, stellen wir dabei fest, dass die Leute dessen müde sind, dass sie ständig mit einem Präsidenten zu tun haben, der mit ihnen streitet und ein despotisches Verhalten an den Tag legt. Türkiye'de kutuplaştırma siyaseti yavaş yavaş son buluyor. 16 Nisan'da kutuplaştırma siyasetinin sonunu görme imkanımız var. Langsam kommt es zu einem Ende bei dieser Politik von Polarisierungen. Am 16. April haben wir die Möglichkeit, dass wir ein Ende dieser Polarisierungen sehen können. Ve 16 Nisan sonrası eğer hayır çıkarsa Türkiye'de çok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Ich denke, dass nach am 16. dass wenn am 16. April ein Nein dabei herauskommt, könnte das in der Türkei sehr viel verändern. Öncelikle siyasi aritmetik değişecek. Yeni yeni partiler açığa çıkacak. Bugüne kadar AKP'ye desteğiyle bilinen MHP bölünecek ya da onun dışında yeni bir parti kurulacak. AKP içerisindeki muhalifler çok daha yüksek sesle muhalefetini dillendirecek. Nach diesem Referendum wird das die politische Arithmetik sich völlig verändern. Das heißt, es werden neue Parteien gegründet, allenfalls die MHP, die Grauen Wölfe, die Partei der Grauen Wölfe, wird geteilt. Es wird auch eine neue Partei daraus entstehen. Und die Leute in der AKP, das heißt die oppositionellen Kräfte in der AKP, werden sich auch trennen. Ama ondan daha önemlisi, Türkiye'deki toplum onca paraya, güce, şiddete karşı kendi küçük küçük yaptığı işlerle bir şeyleri değiştirebileceğini, ülkenin kaderine dair söz sahibi olabileceğini çok daha iyi bir şekilde görecek. Aber es gibt etwas viel Wichtigeres.
was dabei herauskommen könnte. Es gibt auf der einen Seite das viele Geld, das eingesetzt wird, die Gewalt und die Macht, die ständig demonstriert wird. Und dagegen gibt es ganz kleine Bemühungen, wo die Menschen sich mit diesen kleinen Bemühungen versuchen, sich dagegen zu wehren. Die Leute werden sehen, dass sie ihr Schicksal mit diesen Bemühungen selber verändern können. Çok uzun bir süredir, özellikle Gezi isyanından bu yana, Türkiye'de faşizme karşı çok ciddi mücadeleler veriliyor. Bu sadece referandumla sınırlı değil. Kürt halkının bir mücadelesi var, Alevilerin mücadelesi var, laik kesimlerin mücadelesi var. Sosyalistlerin tabandan başladığı meclis kurduğu bir mücadele var. 16 Nisan'da bu mücadele ilk galibiyetini almaya çok yakın. Es gibt weitere Entwicklungen nach diesen Gezi-Protesten. Wird ein Kampf gegen Faschismus geführt. Es gibt die Kurden, es gibt die Aleviten, es gibt die Sozialisten. Diese bilden mit ihren kleinen Bemühungen, bewirken sie ganz viele Sachen und das ist nicht mehr weit entfernt. Bu demokrasi mücadelesi içerisinde pek çok arkadaşımız cezaevine girdi, baskılar gördü ve tüm hayatlarını bu mücadeleye adadı. Bu uğurda mücadele eden arkadaşım, bireysel olarak da arkadaşımız olan Deniz Yücel'e buradan saygı ve selamlarımı yollamak istiyorum. Tüm arkadaşlarına, tanıdıklarına sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'de demokrasi mücadelesi sürecek. 16 Nisan'la bitmeyecek ama 16 Nisan yeni bir başlangıç olacak. Bundan sonra da biz demokrasi mücadelesini aynı cesaretle sürdüreceğiz. Benim sunumum bu kadar. Bundan sonra soru cevap bölümüne geçersek Türkiye'ye dair ne merak ediyorsanız sorun, anlatmak isterim. Çok teşekkür ederim. Der Kampf für die Demokratie hat für verschiedene Freunde und Kollegen einiges gekostet. Sie sind inhaftiert worden, sie waren Repressalien ausgesetzt. Hier möchte ich einen Kollegen besonders erwähnt haben, den Journalisten Deniz Yücel. Ich habe großen Respekt, den will ich hier ausgesprochen haben. Ich will auch seine Bekannte und Freunde hier grüßen. Dieser Kampf um die Demokratie wird am 16. April nicht zu Ende gehen. Das wird im Gegenteil erst ein Start sein. Dieser Kampf wird noch weitergeführt. Und mit dem Mut, den wir haben, werden wir den Kampf auch weiterführen. Wenn nun in der Fragerunde Sie gewisse Sachen fragen möchten, kann ich gerne diese beantworten. Ja, sehr herzlichen Dank.